Willkommen zurück. What happened? You're tottering all over the place. I was staring at the windmill and now the world keeps spinning. So, Let's Play Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir ein paar Ausrüstungsgegenstände gekauft und sind nach Sheridan für Sidequests gegangen. Jetzt muss ich das ist der Rüstung. Ich muss Waffen laden, Zubehör laden. Da seht ihr schon Ausrufezeichen, aber wo ist hier der Lebensmittelladen? Ach, ich weiß. Ich müsste wissen wo. Hier drinne. Ha, okay. Haben wir dieses komische, nee, nicht Obstsalat. Was war's denn? Irgendwas mit Orangensuppe. Ja. Wir haben sogar eine kleine. Ob das reicht? Werden wir mal sehen. Weil es ist viel zu heiß. So. Rowan, das ist perfektes Timing. Ich wollte euch etwas über Fürstin Drizelle fragen. Annehmen. Ist Fürstin Drizelle etwas zugestoßen? Sie versucht tapfer zu sein, aber sie ist emotional sehr erschöpft und hat in letzter Zeit nicht gut geschlafen. Oh je. Wir müssen doch etwas tun können, um ihr zu helfen. Ja, es gibt da etwas. Wir können... Boah, Entschuldigung. Wir könnten ihr ihre Lieblingssuppe machen. Ach, natürlich. Fürst Klein hat das immer für sie gekocht. Oh Gott, warum kriege ich ausgerechnet jetzt Schluck auf? Genau, aber leider kenne ich das Rezept nicht. Stimmt, es war immer ein Geheimnis, das der junge Fürst für sich behalten hat. Aber jetzt ist mir klar. Es ist klar, was zu tun ist. Ich werde Orangensuppe suchen, gehen und sie euch bringen. Vielen Dank, Rowan. Na, mal gucken, ob die Kleine ausreicht. Orangensuppe klein, ja. Vielen Dank, Rowan. Jetzt kann ich für Fürstin Drizelle Orangensuppe zubereiten. Ich habe gerne geholfen. Allerdings befürchte ich, dass sie nicht so schmecken wird wie die Suppe von Fürst Klein. Das muss sie auch nicht. Holla. Fürstin Drizelle. Allein die Tatsache, dass ihr sie aus Sorge um mich gemacht habt, ist schon das beste Gewürz, das ich mir vorstellen kann. Vielen Dank, gnädige Frau. Ich verspreche, ich werde mir Mühe geben und die beste Suppe kochen, die ich machen kann. Kann ich dabei helfen? Klein hat sie sehr häufig gemacht, nicht wahr? Ich möchte die gleichen Dinge tun, die er getan hat. Oh. Sehr gerne. Wunderbar. Kochen ist eine gute Art, um jemanden aufzuheitern. Und es ist eine gute Übung, falls ihr einmal heiraten solltet. Rowan, ihr wisst genau, dass ich nicht zum Heiraten bereit bin. Entschuldigt mich. Ich war wohl etwas zu vorschnell. Ja. So. Objektsphäre plus. Schon wieder Objektsphäre plus. Was sind das für Items? Ein Objekt, das die Anzahl der Positionen in deinem Auto-Objekte-Menü erhöht. Ah. Okay, kann man irgendwann angucken. Irgendwas sollte ich hier trotzdem noch gucken. Genau. Wir haben ja eigentlich Haarband des Affenkönigs bekommen. Gedacht zum Bestrafen der Gierigen. Aber keine Sorge, das ist nur eine Kopie. Okay. Wer ist denn gierig aus unserer Truppe? Elvin? Moment mal, was sollten wir denen denn bringen? Ach, ein Stoßzahn. Ja. Okay, wo wurde Klein jetzt umgebracht? Warte. Nähert euch dem Haus neben dem Herrenhaus, wo Klein ermordet wurde.
Hier? Nee, hier sind die... Warte, ich bin verwirrt. Hier ist das Herrenhaus. Wo ist denn hier bitte schon ein kleines Haus daneben? Kann man nicht durch... Ein Kleinhaus neben dem Herrenhaus. Kulmerfahrt. So, von wo aus... Oh Gott, von wo aus wurde Klein bitte ermordet? War das da oben drauf, oder wie? Ja. Wait, isn't this... The building where Klein's assassin was hiding? Yeah. On Noctigal's orders, I imagine. Regardless, the responsibility for Lord Klein's death lies solely on my shoulders. Why would you say that? It wasn't any of our faults. But unfortunately it is. Do you remember the arrow that pierced his heart? Yeah, I remember it being pretty unusual. It's a highly lethal design used by Noctigal's personal guard. It was an invention of a Roshagal military tactician. Lass mir raten, du hast sie gemacht. He employed those arrows in his battles, and they brought him many great victories. Wait, that sounds like... Yes, I was that tactician. Back then I was known as the conductor, and cared only about flaunting my abilities. Now you've paid the price. Alvin, come on! No, he's absolutely right. In the end, my abilities couldn't protect the one person I had sworn to keep safe. The only thing they're good for is killing. I don't think that's how Klein viewed you, though. Even in his last words, he wanted you to look over the country. If he believed you were only good for killing, he never would have said such things. Thank you, my friend. I still have much to do before I can fulfill Master Klein's last request. Dann mal hart an die Arbeit. But my regret cuts all the deeper for knowing my arrows took the life of a man who trusted me so. Gewonnener Titel, Nebeneignis. Set Besucher, ja, okay. Whatever. Wobei, wir sind jetzt in Sheraton fertig. Jetzt geht's nach Laurent. Einer schönen Insel. Das hier ist jetzt von Leia. Das Haus? Ja. I'm home. Yeah. Oh, thank goodness. No one's here. What are you so afraid of? Isn't this your own house? Shh. I left without telling my parents goodbye. If they see me, they're gonna be furious. You got that right. Mm-hmm. Mom! How did you do that? There was no sign of anyone here at all. Well, she is a martial arts master. Leia, do you have any idea how worried we've been? Mit dem Grinsen? Nein. Your father was bawling his eyes out. I'm sorry. Wait, please. Master Sonia, Leia was only trying to help us. Jude, Mila, you two should know better by now. If you let this child bend one rule in the morning, the world will be in chaos by noon. I'm sorry. I apologize. Miss Sonia, I understand your anger. But rest assured, I accept full responsibility for Leia while... That goes double for you. Keeping children well-disciplined is your duty as an adult. Yes, ma'am. Looks like all of you need a good stern lecture. Line up at attention.
right, you're dismissed. I'll let you off the hook this time. I never thought a lecture could go on this long. Personally, I found it oddly refreshing. Trust me, it's a miracle that we got off this easy. You had better believe it. But Leia, doesn't this mean you won't be able to accompany us any further? No way! I don't care how mad she gets, I'm still going with you! Leia... Well, you'd better. If you were to give up now, then you'd really be in trouble. Mom? I only scolded you because you left without telling us. If this is what you've decided you need to do, I expect you to see it through to the end. Thanks, Mom! I will! Thank goodness. Everyone, my daughter may be a miscreant and a fool, but I'm counting on you to keep her out of trouble. Mom, don't get so sentimental. It's not like I'm getting married. Wer weiß. Betäubungstalisman. Okay. Na Quatsch, nicht Objekte ausrüsten. Betäubungstalisman. Vollkommene Immunität gegen Betäubung. Nice. So. Da. In der letzten Zeit ist eine Gruppe von Verbrechern in Häusern eingebrochen, während die Bewohner unterwegs waren. Ich habe ihr Versteck gefunden. Es ist in einer alten Mine. Aber es wäre zu gefährlich, mir mit einer ganzen Gruppe dort aufzutauchen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, wir gehen hin. Würdest du für uns zusammen treiben? Sie, bla, whatever. Ich vermute, du bist unsere einzige Hoffnung. Die Verbrecher verstecken sich in der alten, Vikalmine im nordöstlichen Teil der Voltaire-Wälder. Sag mir nicht da, wo die Gegner mal diese OP waren. Der Boden dort ist trügerisch, also pass gut auf, ja. Jo. Gut. Wir haben hier aber noch mehr. Hier rein. I'm home. Ja, schon wieder. You're okay. Of course he is. I've been with him the whole time. Jude, I need you to leave us alone for a bit. How come? Because I said so. Hm. Ach ja, Elvin. Seine Taube. You know kids will rebel if you don't tell them what's up, right? You're the one who'd be in trouble if I told him what's up. Yeah. Come now, you make it sound like I'm holding Jude hostage. Aren't you? If anything, I'm protecting him from Exodus. Not to mention, we're friends that trust and rely on each other. Believe what you want. No skin off my back. But you know, your son may be a lot more grown up than you realize. He's just a child going through a rebellious phase. Nicht ganz. Isn't that the phase that turns kids into adults? Maybe he's not there yet, but he ain't no child either. Must be tough being a dad. Sacrificing so many things for your family, only to have your son grow up and leave you. That's just how it works. You always were like that, Dr. Mathis. Oops. I can see why Jude became an honor student. What were you talking about? Just chatting about our old people diseases. Want the details? No, that's okay. You and Dad have a right to discuss what you want to. How very prudent of you, as always. Guess you still got some kid in him after all.
Jeder hat innen noch eine kindische Seite. So, dann würde ich aber sagen, gehe ich wieder rein und speichere. Hier war doch irgendwo ein Speicherpunkt, oder? Nö. Dann tue ich das an der Mine. Oh, hier geht's zum Seehafen. Da hoch. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, viel Spaß und tschüss.